Empedokles war ein Techniker und ein Prophet zugleich. Einmal wurde Selinund von einer furchtbaren Pest heimgesucht, und er erkannte, dass die Epidemie vom stehenden Gewässer eines kleinen Flusses ausgelöst worden war, der mitten durch die bewohnten Gebiete führte. Nachdem er das umliegende Gebiet genau untersucht hatte, ließ er Kanäle ausheben, durch die er andere Wasserläufe aus der Umgebung in diesen Fluss umleitete, um in Dürrezeiten einen regelmäßigen Abfluss zu garantieren. All dies auch noch auf seine Kosten. Klar, daß er nach dieser Aktion auch von den Selinuntern wie ein Gott verehrt wurde. Bei einer anderen Gelegenheit ließ er in der Nähe von Agrigent eine enge Gebirgsschlucht mit Hunderten von Eselsfällen absperren, und verhinderte so ein Eindringen des Chirocco in die darunter liegenden Täler. Auch diese Erfindung diente dem Schutz gegen eine Epidemie, ob die Anekdote nun stimmt oder nicht, von jenem Tag an jedenfalls konnte er sich mit dem Beinamen Windebändiger schmücken. Der Philosoph, den Aristoteles auch den Erfinder der Redekunst nannte, hatte zwei Schüler, Gorgias und Pausanias. Und mit letzterem wird ihm wieder die übliche Liaison unterstellt jedenfalls brachten Aristippos und Satyros dieses Gerücht auf. Doch wird der Hörer sich an diesem Punkt unserer Geschichte über die homosexuellen Beziehungen der griechischen Philosophen wohl nicht mehr wundern, Empedokles konnte mit seinen Freunden so liebenswürdig wie in grundsätzlichen Fragen hart sein. Als er einmal zu einem Fest eingeladen war, wunderte er sich, dass der Hausherr keinen Trunk anbot. Als er ein wenig Wein verlangte, mußte er sich anhören, das Gelage werde erst nach Eintreffen einer gewissen politischen Persönlichkeit eröffnet. Als dieser Herr dann eintraf, brachte der Gastgeber, sofort beflissen, einen Trinkspruch auf ihn aus, und er nannte ihn zum Symposiarchen, das heißt, zum König des Festes. Wie sollte das dem Philosophen gefallen? Tags darauf beschuldigte er die beiden Freunde im Senat, die Tyrannei zu erstreben, und ließ sie zum Tode verurteilen. Für ein halbes Stündchen. Dass der Meister mal ohne Wein hatte auskommen müssen, scheint uns diese Strafe doch leicht übertrieben. Empedokles verfasste zwei Gedichte in Hexametern über die Natur und Reinigungslied. Werke, die einst fünftausend Verse umfassten, von denen aber nur vierhundert erhalten geblieben sind. Aristoteles behauptet, dass er außerdem 43 Tragödien, einige politische Aufsätze, eine historische Erzählung über Xerxes und ein Proömium, also eine kleine Hymne, auf Apollon geschrieben habe. Eines schönen Tages aber seine Schwester beauftragte, alle diese Werke zu verbrennen, da sie seinen hohen Talenten nicht entsprächen. Dabei war Empedokles unter den Philosophendichtern gewiß einer der besten und er scheint auch ein guter Sänger gewesen zu sein, als er einmal mit dem Richter Anchytos im Gespräch beisammen saß, stürzte wutentbrannt ein junger Mann in sein Haus, um sich an dem Richter zu rächen, der am selben Tag seinen Vater zum Tode verurteilt hatte. Empedokles ergriff seelenruhig eine Leier, die gerade neben ihm lag, und fing an zu singen, als wäre nichts gewesen Dies ist eine Arznei aus Wut und Schmerzen, dies ist das einzige Vergessen aller Übel. Kurz? Der Jüngling beruhigte sich schlagartig, und Empedokles konnte seinem Freund das Leben retten. Der angriffslustige junge Mann scheint dann sogar einer seiner besten Schüler geworden zu sein. Von den zahlreichen Wundern, die am Pädokles angedichtet wurden, möchte ich wenigstens eines erwähnen. Das Wunder an der Frau, die schon dreißig Tage im Koma gelegen hatte. Abt Skina erzählt es so. In Girgenti lag eine Frau mit einer Gebärmutterkrankheit danieder, die die Meister der Medizin Hysterie heißen. Kein Zweifel, daß es vor allem Frauen oft verstehen, sich nur krank zu stellen. Diese Frau scheint aber wirklich krank gewesen zu sein, denn sie war für Berührungen unempfindlich geworden, und da sie nicht mehr zu atmen schien, wurde sie von allen als tot angesehen. Darauf nahm Empedokles sie bei der Hand und gab ihr das Leben zurück. Auch über den Tod des Philosophen gibt es so viele Berichte, dass wir nur zu wählen brauchen. Nicht weniger als sechs Versionen seines Hinscheidens sind überliefert, und alle sind ganz ungewöhnlich. Wir vernehmen etwa, dass er sich im Alter von sechzig Jahren selbst erdrosselt haben soll, dass er während des Exils auf dem Peloponnes seines natürlichen Todes gestorben sein, oder, wie Demetrios der Troiziener sagt, Selbstmord durch Erhängen an einem Kornellenast begangen haben soll. Neand, der Kütziker, wiederum behauptet, dass er mit 77 Jahren auf der Fahrt zu einem Volksfest nach Messina aus einem Wagen fiel und so umkam. Telauges schreibt in einem Brief an seinen Freund Philolaus, Empedokles sei aus Altersschwäche ins Meer gestürzt. Die bekannteste Version die auch am besten in sein Persönlichkeitsbild passt, ist jedoch die des Herakleides Pontikos, der zufolge Empedokles, nach der Auferweckung der Frau aus Agrigent wohl begriffen hatte, daß er auf dem Gipfel seines Ruhmes stand und nun möglichst so verschwinden mußte, als wäre er ein Gott gewesen. Also stürzte er sich in den Krater des Etna. Zum Beweis der Tat, Spuckte der Vulkan kurz darauf eine seiner berühmten kupfernen Sandalen aus. Schade, dass gegen diese Version ein wenig der gesunde Menschenverstand spricht, ein wenig auch die weite Entfernung agrigenz vom Ätna, vor allem aber die geringe Glaubwürdigkeit des Herakleides Pontikos, der bei einer anderen Gelegenheit behauptete, von Angesicht zu Angesicht mit einem Mann gesprochen zu haben, der vom Mond gefallen war. Empedokles war, wie gesagt, nicht nur Magier, sondern auch Wissenschaftler, Philosoph und Dichter. Als Wissenschaftler kommt ihm das Verdienst zu, die Luft entdeckt zu haben, eine Materie also, die wir allgemein Luft nennen, die aber nichts mit der Lehre zu tun hat. In einem Fragment seines Gedichtes Über die Natur beobachtet der Philosoph aus Agrigent ein Mädchen, das mit einer Klebsbydra, einem Wasserheber, aus glänzendem Erze spielt. Solange es des Halses Mündung gegen die wohlgeformte Hand gedrückt hält und so die Klebsbydra in den weichen Bau des silbernen Wassers eintaucht, tritt kein Nass in das Gefäß ein, sondern dies, hindert der Luft Gewicht. Gleich darauf entdeckt er auch die Zentrifugalkraft und bemerkt, wenn wir einen Eimer an eine Schnur binden und ihn herumwirbeln, klebt das Wasser am Grunde des Eimers fest und kann nicht herausfallen. Und schließlich entwirft er eine einfältige, aber sehr eindrucksvolle Evolutionstheorie, mit der er den revolutionären Darwin um 2300 Jahre vorwegnimmt. Dieser Theorie zufolge verbanden sich die Teilchen der Urelemente ohne jede Ordnung miteinander, und die ersten Lebewesen entstanden durch Zufall. Einzelne Arme auch irrten umher, der Schultern ermangelnd, Augen schweiften umher allein, die Stirnen vermissend. Und Mißgestalten erwuchsen so mit doppeltem Antlitz, doppelter Brust, Schleppfüßige auch mit unzähligen Händen, Rinderleiber tauchten empor mit menschlichen Köpfen, wiederum menschliche Körper mit Ochsenköpfen versehen, Zwittergeschöpfe, teils Mann, teils Weib, mit beschattetem Schamglied. Also eine Welt voller Ungeheuer.